Ja, hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Assassin's Creed Unity Tutorial Video. Heute schauen wir uns das Nostradamus-Rätsel Merkur an. Und dieses Rätsel besteht im Endeffekt aus drei Teilen. Ihr findet es unten im Café Thiat, also im Endeffekt in eurer Homebase, und findet direkt die erste Glyphe direkt vor euch. Diese besagt, wo die zweite Glyphe ist, und die zweite Glyphe ist eine Dame, die sich im Endeffekt am oben an der Treppe befindet. Und das heißt, ihr geht einfach im Café nach oben, da findet ihr irgendwann diese ganz normale Treppe hier und findet dann auf der rechten Seite, da seht ihr es da hinten, das Bild, das rote Bild mit der Dame, ist im Endeffekt der zweite Hinweis dieses Rätsels. Das heißt, da rechts seht ihr bereits die zweite Glyphe und diese Glyphe zeigt euch dann, wo ihr den dritten und letzten Hinweis dieses Rätsels findet. Das ist ebenfalls noch in dem Café, das heißt, ihr habt alle drei Glyphen relativ nah beieinander. Es ist ein sehr einfaches und auch das erste Rätsel, was ihr lösen müsst. Und die dritte Glyphe besagt, dass ihr einen Richtungsweiser suchen müsst und dieser befindet sich glücklicherweise hier direkt über uns auf dem Dach und ist ein Wetterhahn. Dieser Wetterhahn, wie gesagt, ihr werdet es gleich sehen, befindet sich über uns auf dem Dach. Wir werden ihn von hier jetzt sofort zu Gesicht bekommen, da oben ist er. Und wenn ihr diesen gefunden habt und dort die letzte Glyphe im Endeffekt mit der letzten Glyphe interagiert, habt ihr auch dieses Rätsel abgeschlossen, habt einen Teil, den ihr braucht, um die Rüstung am Ende des Spiels zu bekommen. Ja, das war es im Endeffekt auch schon von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial-Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder bei einem weiteren Assassin's Creed Unity Tutorial. Macht's gut, bye bye, wir sehen uns.